Der Kampf um die magische 40-Punkte-Marke, die normalerweise den Klassenerhalt bedeutet, ist eröffnet. Wer heute und hier gewinnt, Ingolstadt oder Buchbach, der macht auf jeden Fall einen ganz großen Schritt. Tobias Strobel, Trainer der Schanzer bei diesem vorentscheidenden Spiel, unter ganz besonderer Beobachtung. Thomas Oral, neuer Trainer der Ingolstadt-Profiabteilung, nimmt die Zweitvertretung genauer unter die Lupe. Und nach der ersten Szene wird er sich wahrscheinlich erst einmal die Augen reiben müssen. 3 Minuten gespielt, ein erster Vorstoß des FCI. Susek mit dem Heber über Torwart Maus. Das muss doch die Führung sein. Nein, unglaublich. Was für ein Pech, was für ein kurioser Beginn. Die Latte und viel, viel Glück rettet den TSV Buchbach vor dem frühen Rückstand. Die Heimelf mit einer druckvollen Anfangsphase der TSV wird nahezu überrannt. Gute 10 Minuten später die nächste Angriffswelle. Die Schanzer fordern zuerst Elfmeter, doch Schiedsrichter Hummel mit der einzig richtigen Entscheidung ergibt den Vorteil. Susek spielt quer auf Rinderknecht und der schiebt dankbar ein. Das 1:0. Sehr gut antizipiert vom offiziellen Buchbachstrainer Bobenstädter an der Seitenlinie. Konsterniert. Der FCI will hier in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen. 39. Minute mit nur 2 Pässen schaffen es die Gastgeber, sich den Weg vors Tor zu bahnen. Kosuch frei vor dem Gehäuse und schiebt elegant ein. Das 2:0 und diesen Torjubel kennen wir sonst nur aus der Bundesliga von Bayernstars Serge Gnabry. Ingolstadt mit dem unbedingten Willen, da wird auch nach dem Tor nicht unnötig gejubelt, sondern Trainer Strobel mit den Anweisungen für den nächsten Offensivstreich. Denn der lässt nicht lange auf sich warten. Wir sind immer noch im ersten Durchgang. 5 Minuten später die Schanzer weiterhin sehr wach und aufmerksam. Im Gegenpressing über Grauschopf gelangt der Ball etwas glücklich zu Bräunig. Der setzt sich durch und versenkt die Kugel in den Maschen. Das 3:0, vielleicht ja schon die Vorentscheidung in diesem Spiel der Tabellennachbarn. Mit diesem Zwischenstand geht es in die Pause. Strobel darf mehr als zufrieden sein. Bobenstädter hingegen muss in der Kabine ein ernsthaftes Gespräch mit seiner Mannschaft führen. Dass der Trainer der Gäste die richtigen Worte und auch die richtige taktische Marschrichtung für die zweite Hälfte gefunden hat, wird nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff klar. Getümmel im Strafraum der Heimmannschaft. Amari kommt an den Ball und fackelt nicht lange. Der Anschlusstreffer nach 54 Minuten. Und dieser Treffer hat auch eine besondere Note. Sammy Amari, erst seit dieser Saison beim Kultclub, spielte 3 Jahre lang in der zweiten Mannschaft des FCI und trifft nun gegen die alten Kollegen. Wenige Minuten vor dem Ende zeigt die Buchbacher Schlussoffensive noch einmal Wirkung. Petrovic, wer sonst die Regionalliga-Legende? Der Mann mit den meisten Torbeteiligungen in der Geschichte der Regionalliga Bayern schlägt zu und sorgt für ordentlich Stimmung in den letzten Sekunden dieser Partie. Der TSV wirft alles nach vorne, Ingolstadt mit Platz zum Kontern. Rosenzweig versucht, diesen zu unterbinden, jedoch mit unfairen Mitteln. Da bleibt Schiedsrichter Hummel keine andere Wahl. Die rote Karte für diese Notbremse. Buchbach bremst sich also am Ende ein wenig selbst aus, denn danach war Schluss. FCI-Coach Strobel ziemlich sauer, doch in der Gesamtbetrachtung zufrieden. Wir wissen, dass wir noch nicht durch sind, aber trotzdem fühlt es sich gut an, jetzt 38 Punkte zu haben, noch 5 Restspiele zu haben. Und ich glaube, dass wir jetzt wieder in einer guten Ausgangslage sind, dass wir auch ein bisschen befreit auf die restlichen Spiele hinschauen können. Ingolstadt 2 jetzt mit 38 Zählern auf dem Konto. 2 Punkte fehlen nur noch zur magischen Marke.